Man hat den Eindruck, die FED, die beginnt bereits schon zurückzurudern, und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Das war ja das Key-Event, das wirklich Schlüsselereignisse gestern, das FOMC-Statement und die Pressekonferenz von Janet Yellen. In der Summe kann man sagen, es ist dovischer als gedacht, als die Märkte erwartet hatten, also weniger zinsanhebungsfreudig als gedacht. Klar, die FED sagt auch, wir erwarten noch zwei Zinsanhebungen in 2015, aber wer es glaubt, wird selig, und zwar sofort. Die FED wohl eigentlich doch eher nicht, wenn sie sich ehrlich machen würde. Und das haben die Märkte irgendwie kapiert, mindestens die Devisenmärkte. Der Dollar ist unter Druck, während die US-Aktienmärkte zunächst mal positiv reagiert haben, um dann wieder ein bisschen nach unten zu kommen, aber keinen Druck nach unten wirklich zu entwickeln, während der DAX ja gestern ganz schön auf die Mütze bekommen hat und deutlich schwächer ist, belastet eben von dieser Griechenland-Situation, die heute ja nochmal virulent wird beim Eurogruppentreffen, das heute stattfindet, aber niemand erwartet wirklich, dass da was bei rumkommt. Das sieht derzeit nicht so aus. Schauen wir uns mal die asiatischen Märkte an, die sind alle negativ, der Nikkei 0,85%. Aufwertung des Yen ist hier das Thema, respektive die Dollarschwäche. Das nervt in Tokio. Wir sehen den Hang Seng praktisch unverändert. Shanghai mehr oder weniger auch, während es in Australien runtergeht mit den Kursen. Hier nach wie vor das Problem, Rohstoffpreise wie Eisenerze, die sind im freien Fall. Und das ist in Australien keine gute Nachricht, wenn man eben diese Rohstoffe nach China exportieren will und dafür einfach weniger Geld bekommt. Schauen wir uns mal die Termine an, die heute anstehen. Da sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Okay, die waren konstant unter der 300.000er Marke, das dürfte so bleiben. Die Verbraucherpreise aus den USA, das wird schon wichtig. Die FED hat nämlich konstatiert gestern, dass die Inflation eigentlich nicht so angezogen ist, wie erwartet. Und dann der Philadelphia FED Index um 16 Uhr. Und wenn Sie wissen wollen, wie diese Daten ausfallen und wie sie zu interpretieren sind, dann schauen Sie rein bei finanzmarktwelt.de. Jetzt schauen wir rein in die Charts, in die frühmorgendlichen. Was tut sich da? Wie stellt sich die Lage dar? Wir sehen hier den DAX, wie er sich gestern präsentiert hat. Wir haben bei der 11.100 hier 120 gestern ja gleich im frühen Handel auf X-DAX-Basis das Top erreicht. Dann ging es mehr oder weniger konstant nach unten. Wir dürften leicht unter der 10.900er Marke eröffnen, so die aktuelle Indikation. Die Frage ist, wie geht es hier weiter bei dem Index? Wir sind jetzt hier in einem Abwärtstrend, keine Frage. Der wäre allerdings mit einem Sprung über die 11.000er Marke etwa 11.010, 11.020 wäre der obsolet, dann würde es wohl Power geben, aber auf der anderen Seite droht eben auch jetzt hier ein Absacker in Richtung des Tagestiefs, das wir gesehen hatten, oder des Verlaufstiefs, das wir gesehen hatten, knapp unter der 10.800er Marke. Die sollte schon halten, sonst kann es ungemütlich werden. Schauen wir uns mal die amerikanischen Freunde an. 17.873 die aktuelle Indikation beim Dow Jones, also wir kommen hier so ein bisschen doch runter von dieser Freude, anfänglichen Freude, dass die FED möglicherweise doch ein bisschen defensiver agieren wird, wie wir das gestern ja schon so ein bisschen prognostiziert hatten. Schauen wir uns den Euro an, und der spielt eben ganz klar hier das Szenario, da wird nicht so wahnsinnig viel kommen, denn sonst würde der Euro-Dollar hier nicht nach oben ausbrechen, respektive der Dollar schwach sein. Wenn es uns gelingt, hier über diese Zone 1.1380 zu kommen, dann sind wir schnell bei 1.1450, das wird der nächste große Widerstand sein, dann 1.15 die runde Marke als psychologischer Widerstand. Schauen wir uns das Gold an, auch hier sehen wir, es geht nach oben, das heißt, auch hier die Märkte gehen davon aus, dass die FED ein bisschen Probleme kriegen wird, die Zinsen zumindest zweimal anzuheben in diesem Jahr. Daher steigt Gold auf 1137, 1137, richtig. Und das amerikanische Crude Oil bei $59.61, da tut sich nicht wahnsinnig viel. Also der DAX ist angeschlagen. Das könnte ein unruhiger Ritt werden heute. Der Euro dürfte hingegen profitieren. Wir erwarten, dass wir hier in Richtung 1.15 weiterlaufen und wünschen das Allerbeste heute. Bis dann, ciao.